Mein Name ist Günter Weyer von der Firma Klassiker Restaurierung Weyer. Wir wollen heute zeigen die Zündeinstellung an einem Mercedes W108 250S, Baujahr Februar 67. Wir brauchen zum Wechseln der Unterbrecherkontakte ganz wenig Werkzeug. Den passenden Schraubendreher, bei manchen Modellen Schlitz, wie hier bei Mercedes, oder auch ein Kreuzschlitz bei anderen Modellen. Dann brauchen wir zur groben Vormontageeinstellung eine Fühlerblattlehre, einen Schlitzschraubendreher, der die Schlitzschrauben quasi festklemmt durch diesen Querschlitz oder Querstich, dass dann die Schlitzschraube nicht runterfallen kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, die Schlitzschraube zu verlieren in der Werkstatt. Die meisten Menschen finden sie nie mehr. So, und dann brauchen wir eine Stroboskoplampe, die wir dann anschließen müssen oder werden, für Messung Drehzahl, Schließwinkel, Zündzeitpunkt und Verstellwinkel vom Verteiler. Fangen wir mal an mit den Bauteilen der Zündanlage. Das hier ist die Zündspule, das ist der Verteiler, Verteilerkabel, Unterdruckdose und Zündkondensator. Des Weiteren Verteilerfinger oder Läufer kann man einfach abziehen. Staubschutzdeckel. Und hier sehen wir das Hauptteil, das Hauptverschleißteil. Den Unterbrecherkontakt der Zündanlage. Der Verteiler von einem 250S Motor verstellt mit Fliehkraft und mit Unterdruck. Das ist die Unterdruckdose, die in Richtung früh verstellt. Das heißt, die verstellt je nach Gaspedalstellung, sprich Last vom Fahrer, die der Fahrer vorgibt, durch seine Gaspedalstellung, verstellt die Unterdruckdose zusätzlich in Richtung früh. Okay. Ich ziehe jetzt mal den Kontakt mal raus, dass man ihn besser anschauen kann. Hier sieht man die Kontaktfläche. Die ist verbrannt und verschlissen. Und hier sieht man das Gegenstück vom Kontakt. Und da bildet sich meistens ein Berg. Das heißt, eine Materialwanderung vom Kontakt zum Gegenstück. Wenn man ihn auswechseln will, muss man halt so gewisse Schrauben halt ein bisschen lösen. Kann ich mal kurz zeigen. So. Gegenstück rausschrauben. So. Das war's. Neuteil in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Und zwar sind hier zwei Kerben, hier eine Gegenaussparung, und wenn man da den Schraubenzieher reintut, kann man sehen, wie sich der Kontaktabstand ändert. Sprich, man kann ihn einstellen.
Kontakt wieder einbauen. Wichtig ist, hier sind Isolierscheiben dazwischen, zwischen dem Durchbruch hier. Die dürfen nicht beschädigt sein, weil wenn die beschädigt sind und auf Masse kommt, das heißt die Schraube, wenn auf Verteiler Masse kommt, dann ist kein Funke mehr vorhanden, weil dann ist die Schließ- und Öffnungsfunktion vom Unterbrecherkontakt kurz geschlossen. Dann geht gar nichts. Dann kommt auch kein Funke mehr. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, wie man eine grobe Voreinstellung macht. Man nimmt eine Fühlerblattlehre, bringt den Verteiler, die Verteilerwelle auf höchsten Punkt hier und wird dann diese Fühlerblattlehre hier durchziehen. So, da wir jetzt ja viel zu viel Weg haben, machen wir das zu. Geht gerade so durch, wäre jetzt im Groben passend. Das war die mechanische Kurzeinstellung, grob Voreinstellung, bevor man den Schließwinkel elektronisch nachmisst und einstellt. Bei gebrauchten Unterbrecherkontakten geht es mit der Fühlerblattlehre gar nicht, weil ja der Abrand, sprich Berg, die Messung komplett verfälschen würde. Das gilt nur bei neuen Kontakten. Wenn man gebrauchte Kontakte messen will und einstellen will, muss man es auf dem elektronischen Weg durchführen. Bei einem 6-Zylinder-Motor, auch bei dem 250S, wäre es mindestens 0,3 mm Abstand, was dann entsprechen würde zwischen 38 und 42 Grad Schließwinkel. Hier sehen wir zum Beispiel den Schließwinkel von 40 Grad. Der Sollwert ist 38 bis 42. Man sieht hier unten die beiden Markierungen. Die eine Markierung ist die, die sich mitdreht, sprich auf der Kurbelwelle oder Riemenrad. Und die starre Markierung, die feste Markierung am Kurbelgehäuse. Und beide müssen sich beim richtigen Zündzeitpunkt und Drehzahl decken. So wie jetzt zum Beispiel, jetzt zeige ich es an, 0 Grad. Das heißt, Folge davon ist, wir können ruhig auf Höchstwert gehen von 27, 28 Grad. Damit hat er im mittleren Drehzahlbereich etwas mehr Leistung, etwas mehr Drehmoment, braucht auch etwas weniger Treibstoff. Wir drehen die Befestigungsschraube und drehen in Richtung Früh. Nochmals kontrollieren. Wir haben jetzt 26 Grad Frühzündung bei 3100 Touren. Wir können noch 2 Grad mehr machen, machen wir aber jetzt nicht. Wir sind jetzt schön drin in den Sollwerten. Wir haben jetzt heute geprüft, Sichtkontrolle vom Unterbrecherkontakt. Der war grenzwertig. Den müsste man demnächst mal wechseln. Der Schließwinkelwert war in der Toleranz. Der Zündzeitpunkt
war minimal zu niedrig. Den haben wir höher gestellt. Sozusagen war alles noch im grünen Bereich. Jetzt wird er etwas besser laufen.